Ohne Licht kein Leben. Es ist ein großes Privileg, aufgeboten zu werden, in dem Fall als Lichtkünstler, für diesen Ort einen Vorschlag zu machen und den umsetzen zu dürfen und das im öffentlichen Raum so einzubringen, ist eine großartige Möglichkeit und eine Anerkennung meines Werks im weitesten Sinne. Die Arbeit von Christian Herdeck hier im Parkhaus Irchel heißt Pantarei. Alles fließt. Sie macht den Raum mit Farben und Bewegung erfahrbar. Die Tanzgruppe Raum Flucht macht den Raum mit ihrer Tanzperformance auf eine weitere Art und Weise erfahrbar. Mir war wichtig, in diesen etwas eine Art Unort eine räumliche Intervention mit Licht einzubringen in einer großzügigen Dimension, um den Raum zu verändern, zu verzaubern und das Atmosphärische einzubringen, sozusagen gegen diesen etwas trostlosen Parkhaus-Groove. An der Arbeit mit Licht gefällt mir oder fasziniert mich nach wie vor die unerschöpflichen Möglichkeiten, damit das zu manipulieren und auszuloten und ganze Räume zu bespielen oder einzelne kleinere Werke oder im Kontext von Kunst und Bau. Auch das Auratische ist äußerst faszinierend und das Auflösen von Räumen, Materialisierung, Immaterialisierung ist alles ein Thema, das mich nach wie vor beschäftigt und ausfüllt als Künstler. Das erste Mal, wo es eingeschaltet wurde, dachte ich spontan, yeah, kann man machen, funktioniert. Der Kanton Zürich hat einen Kulturförderungsauftrag. Kunst am Bau ist Teil der Kulturförderung. Und so wird bei jedem Gebäude, auch bei einem Parkhaus, Kunst am Bau mitgerechnet und mitrealisiert. Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen beteiligten Leuten, aber insbesondere mit Tanja Scartazzini, war ausgezeichnet und man könnte sagen, die Collaboration war in sich ein Kunstwerk.